DACH Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Von allen Wegen, mit dem Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei umzugehen, hat sich in Deutschland der schlechteste Weg durchgesetzt. Medien und Vertreter aller etablierten Parteien stellen die AfD nicht als politische Partei dar, die man aus verschiedenen guten Gründen ablehnen kann, vom engen Draht nach Moskau bis zum völkischen Geschwätz eines Björn Höcke. Die Partei wird zur Gefahr für die Demokratie an sich erklärt und ihre Vertreter und Mitglieder werden nicht wie Kontrahenten, sondern wie Feinde behandelt und etikettiert, als Antidemokraten, Faschisten, Nazis. Im Falle eines Wahlsiegs drohe die Rückkehr in dunkelste Zeiten, liest und hört man. Wahlsieg? Nein. Machtergreifung. Der Soziologe Stanley Cohen hat für dieses Phänomen den Begriff der moralischen Panik geprägt. Er beschreibt, wie die veröffentlichte Meinung eine Gruppe als Gefahr markiert und dann zusehends marginalisiert und verteufelt. In Deutschland geschieht das Ganze mit der landestypischen Gründlichkeit. Die Berliner Polizei wollte unlängst sogar wissen, ob ein aufblasbarer Schneemann vor einer Geschäftsstelle der AfD den Hitlergruß zeigte. Er tat es nicht. Die vielen Deutschen und einige Schweizer, die Vertreter der AfD und mitunter auch deren Wähler als Nazis bezeichnen, halten sich selbst für wachsam. Wehret den Anfängen, lautet eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus. Nie wieder, lautet eine zweite. Doch das Bild der ausgeschlafenen Demokraten hat Risse. Die Gleichsetzung von NSDAP und AfD ist kein Ausdruck von Wachheit, sondern ein Beleg dafür, dass jemand im Geschichtsunterricht geschlafen hat. Es macht einen Unterschied, ob eine Partei die Verbrechen des Nationalsozialismus zum Vogelschiss der deutschen Geschichte erklärt oder ob sie diese Verbrechen begangen hat. Die Verwendung antisemitisch konnotierter Begriffe wie Globalist ist nicht das gleiche wie der Versuch, Europas Juden auszulöschen. Und Warnungen vor einer vermeintlich drohenden Überfremdung des eigenen Landes sind etwas anderes als ein verbrecherischer Eroberungskrieg im Namen eines Volkes ohne Raum. Auf diese Unterschiede hinzuweisen, ist keine Verharmlosung der AfD, sondern eine Reaktion auf die Bagatellisierung des Holocaust. Die Partei ist aggressiv und illiberal, aber sie ist keine Nazi-Partei. Deutsche Juden, also jene Minderheit, die echten Nazis so sehr vernichten wollten wie keine zweite, müssen heute tatsächlich wieder Angst haben, im öffentlichen Raum als Juden erkannt zu werden, vor allem in westdeutschen Großstädten. Dafür ist aber nicht die AfD verantwortlich, sondern vor allem die Masseneinwanderung aus Ländern, in denen Antisemitismus zum guten Ton gehört. Gegen diese sehr reale und sehr aktuelle Gefahr demonstriert niemand. Vermutlich, weil es für viele mit einem schmerzhaften Eingeständnis verbunden wäre. Nicht die Rechten, sondern die Anhänger der Willkommenskultur haben das nie wieder des Landes unbeabsichtigt ins Wanken gebracht. Der erste Schritt weg von der Panik und hin zur Vernunft liegt in der Erkenntnis, dass die Rolle des Außenseiters für die AfD keine Strafe, sondern ein Geschenk ist. Je größer die Zahl der Parteien, die sich zusammenschließen müssen, um noch eine Regierung gegen die AfD zu bilden, desto leichter kann diese ihre Wettbewerber als Kartell anprangern und sich selbst als Underdog in Szene setzen. Keine deutsche Regierung, nicht im Bund und nicht in den 16 Bundesländern, wird es auf absehbare Zeit leicht haben. Nur die Außenseiterpartei kann sich entspannen und den Frust bewirtschaften. Es sei denn, das Land lässt auf die erste Erkenntnis auch die zweite folgen. Die Ausgrenzung hat die AfD groß gemacht. Wer sie wieder klein kriegen will, muss sie mitregieren lassen. Je früher, desto besser, bevor die Partei noch mehr Zuspruch erhält. Viele Deutsche sind überzeugt, dass nur die Dämonisierung dieser Partei und ihrer Positionen die Demokratie retten kann. Manche sind sogar überzeugt, mit knapp 80 Jahren Verspätung gegen Nazis zu kämpfen. Ein Grund dafür könnte ein Wesenszug sein, von dem schon im Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland 1944 die Rede war. Dieses merkwürdige Volk, heißt es da von den Deutschen, habe einen Streak of Hysteria, einen Hang zur Hysterie. Das klingt herablassend, aber es lässt Raum für Hoffnung. Hysterie ist ein Krankheitsbild.
Ein Hang zur Hysterie ist eine Eigenschaft, die man ablegen kann. Hat Ihnen das Video gefallen? Dach, Medien und Capstone würden sich über Ihr Abo sehr freuen.